Hallo Süßen, herzlich willkommen zurück zu Beyond Two Souls. Beim letzten Mal haben wir uns von den lieben Professoren getrennt und haben außerdem den Süßen oder Nicht-Süßen, beziehungsweise das Arschloch Ryan, der uns von unseren, wie ich schon eben sagte, Professoren getrennt hat, kennen, nochmal kennengelernt. Den hatten wir ja schon am Anfang des Spiels gesehen, in einem Ausschnitt, wo er uns, oder in mehreren Ausschnitten, er hat uns ja auch ausgebildet und so, und scheint nicht so ein großes Arschloch damals gewesen zu sein. Jedoch in dem bestimmten Zeitabschnitt, wo wir, ich will es auch nicht verkomplizieren, er ist ein, ich mag ihn nicht, und jetzt will Jodie sich mit ihm treffen, und sie wird wieder verletzt werden, und ich kann das einfach nicht weiter mit ansehen. Aber egal. Setzen wir dieses Abenteuer Nur die Liebe zählt, Beyond Two Souls Edition, einfach mal fort. Ja, was jetzt hier aufräumen? Aufräumen, ganz wichtig. Genau, den Abfall in die Küche. Da liegt auch noch Abfall, Jody. Mann, du hast aber auch eine nice Bude. Ich will auch so ein Apartment haben, auf jeden Fall. Was für eine nice Bude. Ziemlich cool. Aber so ein Budget hat man dann halt auch. Da, sowas hat man auch locker in der Tasche sitzen. Wenn man. Musste gerade schlucken, damit ich nicht huste. Wenn für die CIA arbeitet. Was habe ich wieder alles kaputt gemacht? Hier Bilder und Bücher. so. Okay, ins Bücherregal. Das waren Bücher, ja, das wäre Müll. Na, egal. Bücher sind Müll. Nein, Scherz. Sehr, sehr wichtig. Kinder, lest viel mehr Oh und hört mein auf, Gott. Spielen. Mein Gott, das Dinner. Spielvideos zu spielen. Da ist. Okay, toll. Ist ja gut. Können wir jetzt erstmal duschen? Duschen. I want to shower. Shower. I want Ich to muss etwas shower. finden, das höchstens eine Stunde dauert, mit den Resten aus dem Kühlschrank. Ja, dann mal ein Tau. Ich habe keine Ahnung vom Ah, sie Kochen. hat Pfanne. Das Jody. sieht gut aus. Ja, direkt erste Seite. Und es ist nicht zu kompliziert. Wenn du meinst, ich und Kochen. Curryhühnchen mit überbackenem Nee. Gemüse. Das muss etwas länger in den Ofen, aber klingt machbar. Komm schon, Sushi, Sashimi, ist doch voll Pizzalieferung. lecker. Ich meine, nicht direkt was für Gourmets, aber kein Vorbereiten, kein Abwaschen. Klingt doch ganz gut. Nee, 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 wir machen die Asia-Pfanne. Ich bin Tja. kein Curry-Fan, auf keinen Fall. Asia-Pfanne, das klingt doch jetzt wirklich exotisch. Nicht, dass ich die Exotisch. Gummis beim Kochen nicht total verbocke. Asia-Pfanne klingt gesund im Gegensatz zu Hühnchencurry und fucking Pizza. Wenn du eine Pizza servierst, da wirst du ihn aber nicht ins Bett kriegen mit, aber vielleicht doch, weil er Ryan ist und ein Arschloch. Also ich hätte ihm lieber eigentlich Pizza servieren sollen, aber nun ja. Ich wollte es ja nicht anders. Was machen wir hier eigentlich? Ist hier der Kühlschrank? Wo ist denn der Kühlschrank hier in dem Scheißhaus? In der geilen Wohnung, sorry. Latsch schneller. So. Ja, komm hier, Mayonnaise und Pfirsiche und Zimt muss alles in die Asia-Pfanne. Oh Mann, ey, jetzt ist hier Kochkurs oder was? Okay. What the hell? Ja, ich denke mal, ich wollte einfach das Messer reichen. Danke, Ja, Aiden. kein Ding. Ich hatte mich nur kurze Zeit, hatte ich daran gedacht, dir das Auge auszustechen, aber jetzt will ich lieber, dass du mir ein bisschen Asia-Pfanne zubereitest. Ich bin ja auch kein Kulturbanause, besonders auch ein Gourmet internationaler Küche. Man kennt mich so in der Geisterwelt. Sein Gourmet. Ah, oh. So schnell heult man nicht von Zwiebeln, aber gut. Rup.
Rip it open, girl. Come on. Können wir... Muss ich das mit dem Control-Stick machen? Ja, gut. Ich dachte, das wäre auch Teil der Six-Axis-Experience, aber anscheinend nicht. So weit, so gut. So schnell geht das niemals, aber gut. Können wir das... noch ein bisschen würzen vielleicht? Hier oben sind Gewürze unter Umständen. Nein, Nutella, gut. Sehr rudimentär, für so eine luxuriöse Bude, sehr, sehr rudimentär eingerichtet. Muss ganz ehrlich sagen. Was hat sich jetzt auf den Tische geguckt? Was soll denn das? Sich verwirre? Ah, okay. Kannst du... Hättest du doch mich einfach, hättest du doch einen einfach machen lassen können. Aber gut, so haben wir einen netten View von deinem Po. Ist auch gut. Leider kann ich jetzt nicht in Aiden wechseln und das genießen. Aber, Scherz. Was, der ist schon da? Willst du mich verarschen? Oh Mist. Mist, der ist zu früh. Ich komme. Mach einfach eine Unterwäsche auf, Jordi. What the fuck? Jetzt wird sie angegriffen. Oh, Aiden, du Hundesohn. Das bin ich. Ja. So kann man es auch machen. Toll, Aiden. Ja, ist für dein Bestes. Okay, du hast mich. Jetzt öffne die Tür. Ist doch für dein Bestes. Aiden! Aiden, komm schon, mach auf! Ist nur das Beste für dich, Jordi. Nur für das Beste. What the fuck? L1, R1, Kreis. Ich soll das alles auf einmal halten, oder? Sehr schwer, das zu machen. Ich bin diejenige, die die Entscheidung trifft, Aiden. Wow, Jordi kann also auch die Power benutzen. Du willst Spielchen spielen? Oh, shit. Das kann ich auch. Ja, diese ganze Ryan-Geschichte. Ryan, wow. Ryan hätte sie. Weißt du, du verschwendest deine Zeit, Aiden. Ich habe heute trotzdem ein Date mit Ryan. Hättest du es lieber mit Corey haben sollen. Ich muss noch fertig kochen. Da hatte ich nichts dagegen. Ich sollte mich beeilen, sonst gibt's kein Essen. Ja, was soll ich jetzt da mit dem Scheiß machen? Hier in den Ofen rein oder was? Ah, auf die Pfanne. Ja, ist ja klar, ist ja Asia-Pfanne. Heißt ja schon so. Ah, ich koch Töpel. Hab echt keine Ahnung von Gourmet Cuisine. Ja, mit dem Curry wäre das alles kein Problem gewesen, aber du musst es ja für den American Arschloch, für das American Arschloch dich entscheiden. Deine Schuld, jetzt bin ich halt angepisst. Ingwer, das kommt gut Ingwer. Mit der. Krieg Hunger. Kriegt ihr Hunger? Als Aphrodisiakum. Ach Gott. Da steht jetzt nicht im Rezept, aber... Natürlich. Aber immer gut drauf mit dem Ingwer. Ingwer kann man nicht genug haben. Ingwerpulver? Igitt. Richtige Ingwerscheiben müssen da drauf. Salz. Shake it, girl. Shake that C-Axis control. Six-Axis. Six-Axis. Ach, C-Axis. Ja, das reicht jetzt. Gut, genug Salz. Ist eh ungesund. Und Pfeffer. Pfeffer können wir reichlich nehmen, weil... Naja, wisst ihr schon. Weil wegen Pfeffer. Keine weiteren Begründungen. Ich nehme immer, auch bei meinem Rührei, was ich mir mache, weil ich ja so ein Gourmet bin, immer einen Schuss mehr Pfeffer als Salz. Einfach, weil es gut ist. Dieses wunderbar animierte Essen. 480p Auflösung. Sehr detailliert. Okay, und den Sake hinzufügen. Wow. Langsam macht mir das Kochen Spaß. Psst. Ryan, du wirst es lieben. Ach, hör das auf so zu reden. Da werde ich richtig angeschnallt bei. Können wir das Ding von der Pfanne nehmen oder so? Oder was passiert jetzt?
Mir Hände waschen. Passiert doch gleich was. Passiert doch gleich was. Wie lange muss das Ding denn braten hier? Ja, das ist auch immer meine größte Schwäche. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Zeug braten soll. Soll ich jetzt zwischenzeitlich noch duschen gehen oder irgendwie was trinken? Oder Alkohol oder wie? Nimm einen kräftigen Schluck, Jody. Wir wollen ja nicht, dass du bei Sinnen bist, wenn du mit diesem Arschloch redest. Ich würde ja jeden fertig machen. Nee, das reicht jetzt, komm. Ich will dich von dem Arschloch beschützen, den dir noch williger machen, als du schon bist. Das wäre fatal. Aber ein Schluck so zum Aufwärmen ist nicht schlecht. Wo ist hier das Badezimmer? Ist das hier? Ja. So, die Tür. Das Essen wird auch hundertprozentig anbrennen. So, dann. Ich wollte schon sagen, Eintopf, so eine Asia-Pfanne lässt man nicht einfach allein. Oh oh. Hey, Girl! Ist das Teil der Amazon Special Edition, dass die Szene jetzt ungeschnitten kommt? Ich lasse euch das einfach mal genießen. Also, nicht, dass ich jetzt abtören will oder so, aber falls sie auf Ellen Page steht. Aber sie sollte echt mal ihre Beine rasieren. Habe ich nur eben bemerkt. Selbst bei 720p sieht das nicht... Uiuhuhuhu. Dieses Spiel wird immer besser. Etwas tiefer. Ich dachte, jetzt reiben wir uns ein bisschen am... Trocknen wir uns den Popo ab. Ah, gut. Dann auch so. Erstmal nackt aus der Tür rausgehen. Oh, ich dachte, das wäre die Tür. Naja, egal. Ich wette, hundertprozentig ist das Essen jetzt angebrannt. Das wird überhaupt nichts, Jody. Am Nachhinein ist die Pizza doch eine bessere Idee. Wow. Also ich stehe ja eigentlich auch mehr auf Frauen mit ein paar mehr Kurven. Aber Anna Page, schon eine süße Maus. So. Ich bin ein bisschen eifersüchtig jetzt. Du verstehst das nicht. Will ich auch gar nicht verstehen. Ich bin derjenige, der immer so einen tollen 360-Grad-View auf deinem Body hat. Und dieser Body, so gut trainiert wie der ist, der gehört mir. Ich muss mich umziehen. Kann wir nicht erstmal nach dem Essen gucken? Ist das jetzt so kritisch, dass du dich jetzt umsehen musst? Was ist, wenn die leckere Asia-Pfanne anbrennt? Da habe ich extra meine 2x Salz, 3x Pfeffer-Technik mir angewendet. Mir richtig Mühe mitgegeben. Das zieh ich an. Cool, sexy, elegant. Elegant, wir sind. Wir haben Respekt. Oh, wir hallo, sind nicht eine kleine Nutte. Oh Gott, nee. Gefällt's dir? Klassisch, elegant. Je ne sais quoi. Nur weil sie das gemacht hat, werde ich das jetzt weglegen. Kriegt ihr da nicht den falschen Eindruck? Ja. Definitiv. Ich will nämlich gar nicht, dass du ihm... komm, geh mir mit sexy, scheiß drauf. Oh, ihr wollt's auch sexy sehen. Ich hab auf dich gewartet. Heiß. Heute sieht er eine vollkommen neue Seite von mir. Das ist doch nicht heiß. Was ist? Lass gut sein und gib auf, Aiden. Das Hemd ist komplett zuge... Okay. Ist das lächerlich? Das wird stattfinden. Basta. Also das ist wirklich, jetzt bin ich richtig angry mit dir, Ellen. Das ist wirklich, Jody, sorry. Das ist wirklich zu heiß. Zu heiß, das geht gar nicht. Da kann man ja fast den BH sehen.
So durchsichtig ist das Hemd. Wenn du noch einen Knopf aufgemacht hättest, dann wäre alles jetzt vorbei, dann wird die Bude in Flammen stehen. So erstmal nach der Pfanne. Hallo, nach dem Essen. Ist das wirklich? Das kann niemals. Das ist so unrealistisch, dass das so auf der Pfanne liegt. Ehrlich. Ach, er ist schon da. Na, oh. Hoffentlich gefällt dir das sexy Outfit. Da habe ich den Jody aber richtig intensiv mit beraten. Das ist sowas von. Das zeigt so viel Haut. Da wären dir also wasserförmlich direkt aus dem Mund triefen. So riemig wirst du sein, aber dieses Szenario wollen wir uns mal nicht näher vorstellen. Benimm dich bitte. Jetzt tu das hier bedeutet mir was. Ich verlasse mich auf dich. Deswegen habe ich auch das sexy Outfit ausgesucht. Baby. Hey. Chateau Margaux 2001. Mir scheißegal, Hauptsache sauf. Das klingt doch nicht übel. Okay. Okay. Sorry wegen dem Chaos. Ich hab nicht ganz aufgeräumt. Nein, kein Problem. Es ist sehr gemütlich. Setz dich doch hin. Ich hol das Ding für die Weinflasche. Korkenzieher, du Idioter. Naja, das lief ja schon mal suboptimal, aber wir wollten ja auch nicht, dass es ganz perfekt läuft. Ne? Wow. Cooles Apartment. Huh? Ja, danke. Aiden, verfluchte Scheiße. Erstmal, ne? Ist aber auch, dieser Blick, dieses arrogante Arschloch. Ich kann nicht ab. Ich habe mir extra sowas mega sexy Outfit angezogen und das erste, was er sieht, sind natürlich die Socken. Ich habe die Socken da strategisch für Jody dagelassen und nicht aufgehoben, damit er nicht ganz heiß läuft. Weil mein Outfit wird ihm wahrscheinlich automatisch die Hose von den Socken geschmolzen. Na egal, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen sind die Dinge da strategisch platziert, um das auch ein bisschen. Soll ich sie aufmachen? Nein, ich mach schon. Okay. Um die tigerhafte oder löwenhafte Sexiness mit etwas Unsauberkeit auszugleichen. Hallo? Mach die Weinflasche auf, Girl. Wunderbar. Es wird gesoffen. Und sich das Arschloch nett getrunken. Danke. Auf dein neues Apartment. Jo, hau rein. Auf mein neues Apartment. Auf dein sexy Outfit. Wann bist du eingezogen? Oh, vor ein paar Wochen. Mache ich jetzt was? Die Agency hat sie mir besorgt, voll möbliert und das ist eigentlich das erste Mal. Oh ja. Yeah. Ist erstmal ein bisschen Slipknot angemacht. Corey lässt grüßen. Deniana und Corey Taylor. Was ist mit dir? Oh, ich hab raus. Ich will kein Copyright. Gut, dass es jetzt vorbei ist. Nein, ich stamme aus Oregon. Meine Eltern und mein Bruder sind immer noch dort. Er ist noch so einen schönen Sarah Gray Porno anmachen. 16. Hallöchen. Geht das jetzt? Oh, verdammt. Das macht das Ding die ganze Zeit. Ich glaube, mein Nachbar hat die gleiche Fernbedienung oder sowas. Aha, ja. Sorry. Weiß er nicht über mich Bescheid und was ich für einen Schabernack immer anstelle? Weiß er nicht, dass ich der Schabernack-Man bin? Direkt, wenn er trinkt. Zack. Ah, scheiße. Ah. Jetzt bist du baff, wa? Ich sollte mal nach dem Essen sehen, weil diese Kochsache ist eine völlig neue Erfahrung für mich. Ach, da unten ist etwas, wird ein bisschen Haut gezeigt. Du Hilfe? Ne? Nein, setz dich ruhig schon und mehr Wein wäre schön. Okay.
Das ist noch fast voll, das Glas. Es wäre... Na egal. Ah, Asia-Pfanne, ja? Ja. Ich war in China für ein Jahr. Liebe das Zeug. Oh, tja. Asia. Dann erwarte nicht zu viel, denn das ist bestimmt erst das zweite Mal, dass ich koche und... Dreimal Pfeffer, zweimal Salz, mein Geheimrezept. Das ist gut. Gut. Freut mich, dass es dir schmeckt. Alles klar. Freut mich, dass es dir schmeckt. Und wir sehen uns sofort gleich wieder. Ich habe ein bisschen länger aufgenommen und habe bei diesem ganzen Date-Preparing-Shit uns auf das Date vorzubereiten und mich mit Jody zu streiten, so ein bisschen die Zeit bei der Aufnahme vergessen. Egal. Danke fürs Zusehen. Ihr seid super cool und die, ja, na, ihr wisst ja, hier, na, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.